Die Übung ist extrem wichtig, weil man im Unihockey sehr oft in dieser vorgebogenen Position ist. Und es gibt zwei Möglichkeiten, um die zu machen. Die eine ist wie ich jetzt relativ langsam und stabil und die andere ist dann eigentlich explosiv. Ist so ein bisschen vorgeschritten und da ist aber immer wichtig, dass man im Rumpf versucht, stabil zu bleiben. Dann kann man die natürlich auf beide Seiten machen, also auf rechts und auf links. Und wenn du die Übung jetzt auch machen willst, aber noch kein so ein Band hast, dann kommentiere jetzt, wieso genau du das Band gewinnen sollst.